Ich gehe zur Pokémon-Weltmeisterschaft. Und um dafür zu üben, nutzen wir das beste Bizarro-Raum-Team. Und unser erster Gegner hat direkt ein wildes Rappenreiter-Team. Dagegen könnten wir ein paar Probleme haben. Ich würde aber tatsächlich einfach mal mit Fahrgiraf und Ursaluna Blutmond leaden. Die stehen gegen Rappenreiter sehr gut. Und dann bringen wir noch Konospa sowie Farbigel. Das ist meiner Meinung nach das beste Bizarro-Raum-Team, was eben auch voll auf Bizarro ausgelegt ist. Da es den 12. Platz auf den Nordamerika-Internationalmeisterschaften erreicht hat. Und das ist unfassbar krass. Es gibt natürlich noch ein weiteres Konospa Schimmelreiter, was besser ist, weil es das ganze Turnier gewonnen hat. Aber das Team ist halt nicht komplett auf Bizarro ausgelegt und das hier eben schon. So, und jetzt sind wir natürlich schon vor einer sehr schwierigen Entscheidung. Denn hier könnte der Wechsel in Servol kommen und vor dem habe ich ein bisschen Angst. Ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus, dass es nicht passiert. Wir drücken einfach mal Terra, Normal, Blutmond in den Slot. Und wir sehen tatsächlich keinen Wechsel. Sehr, sehr wichtig, weil ich hatte jetzt hier ein bisschen Angst, dass Servol reinkommt und dann einfach Flechtmach kommt. Und das wäre gefährlich gewesen. Aber dafür sehen wir jetzt hier Terrabone einfach nur, um vor Schmarotzer safe zu sein. Aber ich bin der Meinung, dass wir hier für den KO ansetzen können. Außer geht hier einfach Wutpulver. Das kann natürlich sein. Das wäre ein bisschen schade. Man hätte hier auch vielleicht Schallwelle rechte Hand einsetzen können, aber ich hatte auch keine Lust auf irgendwie Pilzsporen-Action, weil der Gegner muss ja auch aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie Bizarro-Raum-Stuff mache. Und tatsächlich, wir sehen sogar direkt Terra-Ausbruch, also ja, okay, sogar tatsächlich ein Hutsasser, aber das ist perfekt. Nicht ein Hutsasser, ein Farigiraf. Unser Angriff geht gleich in Hutsasser von Farigiraf, aber erstmal setzen wir Blutmond ein, Terra-Normal. Unser Ursaluna hat einfach diese Turn überlebt und damit ist das gefährlichste Pokémon direkt weg. Ja, das sehe ich doch schon mal gerne. Aber trotzdem muss ich noch ein bisschen aufpassen, weil hier wird jetzt eine Pilzspur ein bisschen nervig, weil ich dadurch schon mal ein Pokémon habe, was hier nichts machen kann. Psycholärm sorgt zumindest dafür, dass dieses Hutsasser nicht die Zitrobeere nutzen kann. Das nimmt man auf jeden Fall mit und da stand auch gerade, die Heilung wurde verhindert. Deswegen gehe ich davon aus, dass da eine Zitrobeere drauf ist. Oder steht es immer da? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber so oder so sind wir in einer guten Position. Jetzt kann natürlich ein Nahkampf kommen, der ist ein bisschen nerviger. Ich würde, glaube ich, Fahrgiraf sogar direkt rauswechseln in Farbigel, um mich umzupositionieren. Und wir werfen hier einfach unser Ursaluna ab. Mit ganz viel Glück leben wir sogar einen Nahkampf, weil Ursaluna so physisch defensiv gut aufgestellt ist, dass der einen Nahkampf mit einer Roll überleben kann. Aber das wird nicht so easy. Und da wird auch das Hutsasser ausgewechselt. Sehr gut. Ich hatte ganz kurz Angst, dass der Gegner vielleicht irgendwie zweimal Pilzspore einsetzt, aber ich habe damit eigentlich eher weniger gerechnet. Aber Servo nervt da auf jeden Fall ein bisschen, weil ich keinen Mogib einsetzen kann. Aber dafür kann ich im Fall der Fälle sonst gleich auf Pilzspore gehen. Aber jetzt sehen wir wahrscheinlich einfach Nahkampf. Genau, Ursaluna lebt das leider nicht. Schade, schade. Aber jetzt können wir Rappenreiter reinbekommen. Und nicht Rappenreiter, Schimmelreiter. Boah, Schimmel oder Rappenreiter. Die Pferde halt, ne? Aber ich finde es sehr gut, dieses Team halt mal zu testen. Weil ich möchte ja ganz gerne Koraidon spielen und Koraidon hat eher Probleme gegen Schimmelreiter, aber es ist gut vielleicht herauszufinden, was so die Schwächen von diesem Team sind. Und ich glaube, wir können hier so einfach mal direkt auf Verzierung tatsächlich gehen und die Blizzard-Lanze einfach einsetzen. Denn ich bin ehrlich, ja gut, Bulaose wird jetzt viel Schaden machen wahrscheinlich. Wenn der ja weiter auf Nahkampf geht, dann hat er eine verringerte physische Verteidigung und wir bekommen eine Blizzard-Lanze raus, wobei ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte gerade, stimmt, mein Farbigel ist für den Bizarro ausgelegt, genau, deswegen kommt Verzierung erst danach. Ja, das ist ein kleines Problem, weil dadurch muss ich jetzt Spotlight einsetzen. Das ist immer noch okay, weil ich habe halt die Option, Spotlight einzusetzen. Ja, nee, ich glaube, das ist immer noch alles okay. Also, das ist fein. Wir gehen auf Spotlight und wir drücken hier Blizzard-Lanze. Dann war Verzierung einfach nur ein bisschen unnötig. Der Gegner geht sogar nochmal auf rechte Hand, aber zum Glück haben wir Spotlight. Und wie gesagt, deswegen, das Team ist zwar ein hart Bizarro-Raum-Team, aber man sieht ja auch außerhalb des Bizarro-Raums hat das unfassbar viel Schaden, auch weil Koronospa Schimmelreiter so unfassbar krass ist. Und das ist halt das Ding. Eigentlich wäre es wahrscheinlich das Smarteste für die Feldmeisterschaften Schimmel oder Rappenreiter zu spielen. Aber ich muss auch sagen, ich habe keine Lust auf Mirror-Matches und ich habe auch irgendwie nicht so viel Lust auf die Pferde. Wobei ich Schimmelreiter tatsächlich mag. Also ich mag Bizarro-Raum-Teams, deswegen mag ich auch viele Schimmelreiter-Teams. Aber Koraidon hat es mir einfach mehr angetan und deswegen werde ich es wahrscheinlich auch spielen. Aber dann schauen wir auf jeden Fall mal, was dieses Team noch so kann, weil da ist ja ein Electek drin und Electek ist schon erstmal ein sehr weirder Pick, dass man damit überhaupt den 12. Platz erreicht hat.
Ist schon krass, aber schauen wir mal, wieso Electric hier überhaupt drin ist. Okay, unser nächster Gegner hat ein ganz wildes Team. Was passiert hier? Ich würde hier aber tatsächlich mal mit Koronospa und Epitaph starten. Dann kommt Electric mit und zu guter Letzt noch Farbigel wieder. Ich bin da ehrlich, ich finde es auch etwas surreal, dass ich schon in ein bisschen mehr als einem Monat dann einfach auf Honolulu auf den Weltmeisterschaften spielen werde. Und die Vorbereitung geht auf jeden Fall, also ist schon längst losgegangen. Und ich versuche auf jeden Fall dieses Koraidon-Team zu finden, womit ich mich wohlfühle. Aber ja, ich finde es auch gut, wie gesagt, jetzt hier in diesem Format viele Teams zu testen, um einfach auf eine große Variation zu sehen, zu fühlen quasi und auch zu wissen, was sind da vielleicht Schwächen von. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier sogar einmal auf Schutzschild gehen und Wagemut einsetzen. Denn das Ding ist, dieses Eisenbündel kann mir einen Strich durch die Rechnung machen mit Wagemut. Es kommt eh einfach nur Eissturm, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden das machen wird. Ob Wagemut ausreichen wird, dann immer noch Miraidon zu KO'en. Boah, 172 KP. Ich glaube, Miraidon hat irgendwie 177 oder so. Jetzt ist natürlich der Siegeswille-Boost da, klar. Und er geht eh auf Void Wechsel. Okay, mein Gedanke war nämlich, ich will hier auf Schutzschild gehen, damit ich nächste Runde mit meinem Electek dann auf Spotlight gehen kann, um safe diesen Bizarre rauszuholen. Das macht mir natürlich einen Strich durch die Rechnung, aber interessanterweise kommt Bronzong jetzt rein. Okay, aber tatsächlich ist Electek jetzt hier super nice. Mit dem Elektrofeld machen wir mit Voltwechsel unfassbar guten Schaden. Und deswegen gehen wir mal auf Blizzard-Lanze. Aber ich habe ein bisschen Angst vor Eisenabwehr und würde jetzt hier sogar erstmal Verhöhnen auf Bronzong einsetzen. Weil vielleicht geht Eisenbündel eh auf Schutzschild, dachte ich mir. Aber nein, es kommt eine Hydropumpe in Electek, die aber daneben geht. Und jetzt bin ich mal gespannt, kommt jetzt hier einfach Eisenabwehr oder kommt hier Bizaurum, um irgendwie meinen Bizaurum zu reversen. In jedem Fall können wir jetzt erstmal ein bisschen Chip rausholen mit Blizzard Lanze. Das macht tatsächlich nicht so viel Schaden. Und da kommt tatsächlich die erste Eisenabwehr. Okay, ich würde einfach mal weiter auf Blizzard Lanze gehen. Und dann setzen wir Voltwechsel in den Eisenbündel-Slot rein. Es kommt wieder die Hydropumpe und sie geht wieder daneben. Okay, der Gegner hat echt kein Glück mit Hydropumpe. Das ist auch das Ding, ne? Eisenbündel war damals so gut. Also damals gefühlt, vor einem Jahr halt. Aber ja, man könnte meinen, dass er mit Miraidon gut wäre, aber ich finde nicht, dass das gerade so ein Pokémon ist, was gut ist. Und dann ist da noch die Hydro-Pumpe, die dann auch noch so häufig misst, auch sehr unangenehm. So, Blizzard-Lanze, Single-Target jetzt, macht vielleicht ein bisschen mehr Schaden gegen Bronzong. Das ist sogar gar nicht mal so wenig Schaden. War das ein Volltreffer? Nö, das war kein Volltreffer. Und Bodypress macht einfach nichts, weil die Verteidigung von Koronospa Schimmelreiter ist unfassbar krass. So, und jetzt kommt Entei rein. Okay, damit kann er natürlich ein paar Faxen machen. Aber wir können einfach auf Terrafeuer Bizarre-Raum jetzt hier gehen und Pilzspore in Bronzong einsetzen. Denn das Ding ist, gleich können wir dann unser Koronospa verzieren und machen so viel Schaden. Das ist unglaublich. Plus wir haben jetzt hier die Feuerterra-Kristallisierung, wodurch Entei uns nicht verbrennen kann mit Läuterfeuer und da keine Faxen machen kann. Und da kommt auch direkt ein Läuterfeuer und die nehmen wir relativ gut. Pilzspore kommt jetzt in Bronzong. Wobei, wir könnten auch sogar Pilzspore wahrscheinlich erstmal in Entei vorher einsetzen. Aber das muss ich jetzt nochmal überlegen, was gerade smarter ist. Okay, der Verhöhner wirkt nicht mehr. Dadurch, dass der Verhöhner nicht mehr wirkt, würde ich sogar auf Blizzard-Lanze plus Verzierung jetzt hier gehen. Weil jetzt kann er nämlich Eisenabwehr-Faxen machen. Und ich glaube, dementsprechend ist es ein bisschen smarter, uns hier hoch zu boosten. Damit wir mit Blizzard-Lanze direkt super viel Schaden machen. Damit Eisenabwehr eben gar nicht erst rauskommt, weil das dann One-Hit-KO'd. Let's go. Das ist so krass. Krass. Und deswegen sage ich halt, Koronospa in diesem Full-Bizarre-Team unfassbar krass, weil du so viel Damage-Output haben kannst, aber auch Redirection und das Team ist einfach dafür da, um Schimmelreiter in Szene zu setzen. Deswegen ist Electek halt auch so gut, weil der ist super bulky mit dem Evoliten. Du hast eine Fähigkeit, die gegen Pilzspore wirkt, also nicht Statik drauf, sondern tatsächlich die Munterkeit und damit bringst du die Gegner halt zum Aufgeben. Wir spielen jetzt tatsächlich gegen das Team, was 9. auf demselben Turnier geworden ist, wie das Team hier und dagegen kann ich tatsächlich mit Epitaph vielleicht ein paar Faxen machen, genauso wie Koronospa wieder im Lead. Ich würde wieder mit Farbigel gehen und wieder mit Electek. Ich würde heute mal wieder 4 Kämpfe machen, um nochmal zu schauen, was das Team sonst noch so drauf hat. Auch Ursaluna Blutmond vielleicht nochmal mehr featuren. Kommt natürlich aber auch auf den letzten Kampf an. Und wir sehen ein Lead, der optimal für uns ist. Weil genau das willst du ja mit Epitaph haben. Die Option, einfach einen KO direkt zu forcieren. Das haben wir jetzt im zweiten Game leider nicht gesehen, aber das funktioniert hier unfassbar gut. Denn wir können jetzt einfach Wagemut einsetzen und ich würde auf die Blizzard-Lanze gehen. Denn den Bizarre-Raum sollten wir noch rausbekommen, gerade wenn hier die gegnerische Seite Terra kristallisiert und sowas wollen wir natürlich sehen. Weil natürlich hätte man Wagemut auch Farigiraf einsetzen können und dann eine Blizzard-Lanze in Miraidon abfeuern können.
Aber was ist, wenn jetzt hier Terra Electro Electro Drift kommt? Aber der wird nicht rauskommen, weil Wagemut ist einfach in der Lage, Miraidon zu One-Hit-KO'en, denn die KP-Base von Epitaph ist so gut und es gibt kaum Pokémon, die nicht von Wagemut KO'd werden. So was wie Hootsuster vielleicht, aber Miraidon bzw. viele der Restricteds haben halt unter 110 Base-KP. Jetzt kommt zwar ein Schmarotzer raus, der ist natürlich krass vom Schaden her, dafür hätte man Terra kristallisieren können, aber ich glaube, das ist an sich noch okay. Wir bekommen die Blizzard-Lanze raus, die macht viel Schaden und jetzt können wir halt einfach das Ganze so machen, dass wir jetzt hier Spotlight am Start haben und dementsprechend auch super gut stehen, auch wie viel Blizzard-Lanze gegen Farigiraf gemacht hat, obwohl der den Elektrosamen gerade hatte. Ja, und deswegen würde ich jetzt einfach auf einen Spotlight gehen und ich glaube, wir holen jetzt hier sogar einmal den Bizarro-Raum raus, weil ich nicht davon ausgehe, dass der Gegner hier den Bizarro-Raum direkt reversen wird, sondern eher für den Double-Angriff gehen wird. Wenn das jetzt natürlich nicht der Fall ist, dann war das gut gemacht vom Gegner, weil wir hätten ja auch auf die Blizzard-Lanze gehen können. Aber wir haben im Feilerfeller dann noch eine Chance. Es kommt Schmarotzer, perfekt. Das heißt, Farbigel ist zwar jetzt down, aber wir bekommen den Bizarro-Raum raus und können dann jetzt einfach Blizzard-Lanze drücken. Aber damit unser Koronospa nicht irgendwie von Tiefschlag besiegt wird, haben wir hier direkt das nächste Spotlight-Pokémon am Start. Und wir drücken wieder Blizzard-Lanze. Da kommt ein Schutzschild, aber ich glaube, weil Bao Jian auf dem Feld ist, sollte die Blizzard-Lanze dieses Farigiraf besiegen. Wenn nicht, dann ist es aber auch okay, weil Farigiraf macht jetzt nicht super viel Schaden. Aber ja, Spotlight ist deswegen einfach so ein guter Move, gerade in einem Team, wo es wirklich darum geht, dieses Pferd, also diesen König quasi zu schützen. Und da ist Farigiraf tatsächlich down und wir bekommen unseren ersten Angriffsboost. Und da kommt Eisenhand rein. Eisenhand hat natürlich mit Mogelhieb ein paar Faxen, die ein bisschen nervig sind. Aber ich würde einfach mal Voltwechsel in Bao Jian einsetzen und auf Schutzschild gehen. Aber da müssen wir uns natürlich ein bisschen aufpassen. Also mit Eisenhand in the Bag kann es doch nochmal gefährlicher werden. Da kommt auch ein Ableithieb raus. Ist das ein Double-Target in den Slot? Ja, das könnte natürlich sein, aber es ist, glaube ich, trotzdem okay. Weil Voltwechsel macht guten Schaden. Da kommt die Sancto-Klinge hinterher. Die überleben wir tatsächlich sogar. Also wir hätten sogar Terra Geist gehen können, dann hätten wir ihn jetzt komplett hops genommen. Aber da ich das Electek das überlebt hat, können wir einfach auf Spotlight gehen und die Blizzard-Lanze einsetzen. Es kommt wieder ein Schutzschild. Jetzt bin ich gespannt, kommt hier ein Ableitieb oder nicht? Weil hätte ich wirklich Terra Geist einsetzen können. Ich wollte das halt nicht machen, weil wenn ein Stromstoß auf Terra Geist kommt, hätte ich ein Problem. Denn dann kann er mich mit Tiefschlag hops nehmen. Aber Blizzard-Lanze auf plus 1 mit Bao Jian auf dem Feld sollte auf jeden Fall Eisenhand tot KO'en. Und ich müsste noch eine Bizarro im Runde haben. Außer ich habe mich jetzt verrechnet. Das könnte natürlich sein. Boah, das KO'd einfach fast. Das ist krass. Und es kommt wirklich Ableitieb. Okay, der Gegner hat es komplett riskiert. Also Terra Geist wäre eine Option gewesen, aber ich wollte mir halt die Terra-Kristallisierung auf Koronospa hier aufsparen. Aber ich habe die wahrscheinlich ein bisschen zu lange aufgespart. Elektrofeld ist jetzt aber weg. Aber weil ich den Bizarro-Raum delayed habe, ist der noch da. Das heißt, ich muss jetzt hier vor dem Double Protect aufpassen. Aber ich glaube eher, dass Tiefschlag jetzt hier kommt. Und deswegen gehen wir hier auf Terra-Feuer. Mit der Blizzard-Lanze sollten wir in der Lage sein, beide zu KO'en. Es kann jetzt sein, dass ich mich verschätzt habe. Vielleicht hätte ich vorher Terra-Kristallisieren sollen. Auch schon wegen Schmarotzer von Farigiraf. Das ist vielleicht der Fall, aber ich bin auch ehrlich, ich spiele nicht super häufig den Bro Schimmelreiter. So, ich überlebe den Tiefschlag und die Blizzard-Lanze kommt raus. Und ich glaube, Eisenhand war immer langsamer, oder? Oder war es ein Speed-Tie? Ich hoffe nicht, weil dann habe ich es vielleicht nicht optimal gespielt. Aber egal, ich habe es trotzdem gewonnen. Das nimmt man. Schimmelreiter ist broken. Und unser nächster Gegner hat auch ein sehr kreatives Team mit Skelabra und Sumpex. Was geht heute ab? Ich weiß nicht genau, was wir hier besten mitnehmen sollten, aber ich würde einmal Farbigel und Koronospa ausprobieren und dann wahrscheinlich in the Bag Ursaluna und Farigiraf. Aber wieso genau diese vier, kann ich hier schwieriger erklären. Das ist gerade eher Vibes, weil das Team ist weird und ich weiß nicht genau, was es macht. Also auch die Sumpex und das sind die Tarnsteine plus irgendwie Brüller, Faxen oder so, keine Ahnung. Wir sehen auf jeden Fall jetzt hier den Vulaosu plus Gelabra-Lied. Ich würde dagegen einfach mal Mogelhieb einsetzen und Terrafeuer Bizarro-Raum, weil danach könnten wir halt auf Verzierung gehen und damit ein paar Faxen machen oder eine Pilzspur rausholen. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass dieses Vulaosu Terra-Geist ist und dadurch, dass hier keine Terra-Kristallisierung kommt, bestätigt sich das ja ein wenig. Außer es ist jetzt irgendwie Tarnumhang Vulaosu, wovon ich jetzt einfach mal nicht ausgehe. Genau, da schreckt es zurück. Und es kommt ein Verhöhner tatsächlich. Ah, schade. Das heißt, ich kann nicht auf Verzierung gehen. Ja, das ändert natürlich ein bisschen was. Aber wir haben trotzdem den Bizarro-Raum draußen. Ich glaube, dann wechseln wir sogar hart einmal Ursaluna rein. Und ich gehe auf Nahkampf in Vulaosu. Denn das ist auch das Besondere an diesem Schimmelreiter-Set. Denn die meisten spielen halt einfach Pferdestärke, Blizzard-Lanze, Bizarro-Raum und Schutzschild. Dieses Koronospa hat tatsächlich statt Pferdestärke eben Nahkampf, was in manchen Matchups sehr gut ist und in manchen Matchups wiederum nicht so gut.
Hier zum Beispiel macht man jetzt halt sehr guten Schaden mit Nahkampf, was natürlich praktisch ist. Aber dass Kuronospa reinkommt, ist auf jeden Fall ein Problem, weil der macht trotzdem nicht so viel Schaden, weil er immer noch 150 Base-Verteidigung hat. Und wir haben mit Ursaluna leider jetzt nicht das beste Type-Matchup und es kommt einfach sogar die Hitzewelle. Okay, ich dachte, es kommt vielleicht Spukball in Kuronospa. Und jetzt müssen wir gefühlt unseren eigenen Bizarro-Raum hier ausstallen, weil Pferdestärke uns ein paar Probleme macht. Denn mit Pferdestärke kann der Gegner jetzt hier einfach mein Kuronospa eben treffen. Und da muss man sagen, hat der Gegner es auf jeden Fall gut gemacht. Okay, es kommt eh ein Schutzschild interessanterweise, vielleicht um mein Schutzschild rauszubaiten. Also wirklich cooles Team hier auch mit Trailer und alles drum und dran. Und ich meine, das ist ja das Gute. Ich will vielleicht auch mal zerstört werden von jemandem oder halt Strategien sehen, die solche Kuronospa-Teams aufhalten, weil das kann mir halt helfen. Aber jetzt würde ich, glaube ich, sogar wieder in Schimmelreiter gehen und den Bizarro-Raum reversen. Ich hoffe so ein bisschen, dass mein Farigiraf hier besiegt wird. Es könnte aber auch einfach Verhöhner kommen. Aber ich habe Mentalkraut, deswegen wäre ich fein. Ich glaube aber, Farigiraf wird halt das Ganze erleben, weil ich möchte halt irgendwie Ursaluna hier reinbekommen, damit ich damit Faxen machen kann. Und wir sehen jetzt tatsächlich hier die Terra-Kristallisierung. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist Terra-Wasser. Tatsächlich der bessere Terra-Typ jetzt hier im Mirror, weil, also ich habe eh keine Pferdestärke, aber auch generell. Es ist halt einfach der bessere Typ, würde ich hier sagen. Und es kommt jetzt eine Blizzard-Lanze raus. Die nehmen wir sehr gut mit unserem Kuronospa. Und das Glaber geht auf Hitzewelle. So, bitte Farigiraf, drop. Ah, du droppst da nicht. Das ist leider ein Problem. Jetzt haben wir den Bizarro-Raum reversed. Aber es bringt uns auch nur bedingt was. Ich würde jetzt hier einfach mal auf Schutzschild gehen. Und ich mache jetzt ein paar Faxen. Aber meine Hoffnung ist, dass der Gegner auf Bizarro-Raum und Hitzewelle geht. Vielleicht ist es der falsche Play. Es könnte hier wirklich auch einfach Verhöhner und Bizarro-Raum kommen oder so. Aber nein, es kommt die Hitzewelle. Okay, das ist schon mal gut. Bitte, 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 Kuronospa. Geh hier. Ja, okay, es ist ja eh egal. Nee, es ist nicht. Es ist schon ein Problem, weil ja, der Gedanke hat eh nicht funktioniert, weil Hitzewelle mich ja besiegt. Aber was macht jetzt Kuronospa? Bizarro-Raum und Angriff. Okay, es ist Pferdestärke. Okay, okay, okay. Das ist das, was ich sehen wollte. Denn jetzt kann ich in Ursaluna gehen. Boah, ich muss so viel dribbeln, um hier gegen anzukommen. Und ich weiß nicht mehr, ob es funktionieren wird. Ja, wir gehen jetzt hier auf die Blizzard-Lanze. Und jetzt ist halt die Frage: Blutmond in Kuronospa, da könnte ein Schutzschild kommen. Oder wir gehen einfach auf die Erdkräfte. Aber ich glaube, wir versuchen es tatsächlich mit Blutmond. Okay, es kommt kein Schutzschild, das ist schon mal gut. Ursaluna überlebt es, auch nur ganz knapp. Es kommt sogar noch mal ein Crit gegen Kuronospa, das ist ein kleines Problem. Ja, jetzt muss ich das gleich irgendwie mit Farbigel und meinem Kuronospa machen. Blutmond KO'd immerhin den. Aber leider wird Ursaluna das, glaube ich, ganz knapp überleben, ne? Nee, ich glaube, ich überlebe das nicht, weil es wäre wichtig. Ich muss Farbigel auf dem Feld haben gleich, um hier gleich eine Chance zu haben. Okay, Ursaluna droppt. Das ist huge. Denn jetzt kann ich endlich den Bizarro-Raum für mich spielen lassen, aber es ist trotzdem immer noch nicht optimal, muss man dazu sagen. Es kommt aber auch erstmal Gortrom rein und Gortrom hat leider den schnelleren Mogelhieb. Ah, das ist schade. So, wir werden trotzdem mal jetzt auf den Bizarro-Raum und auf Spotlight gehen, auch wenn er jetzt einen Mogelhieb kommen kann. Und das, aber es kommt in Farbigel, das wollte ich sehen. Und jetzt muss ich vielleicht ein bisschen auf den Hitzewellen-Dodge hoffen. Ne, es kommt Verhöhner in den. Ja, damit bin ich fein, glaube ich. Also Verhöhner ist immer noch nervig, ja, aber wir bekommen jetzt Bizarro-Raum raus. Das heißt, jetzt haben wir wieder die Blizzard-Lanze am Start. Und anscheinend hat dieses Glaber halt keinen Spukball. Sonst wäre er wahrscheinlich schon mal auf Spukball gegangen. Wobei, der könnte es immer noch haben, ne? Aber wir könnten halt jetzt für einen Blizzard-Lanzen-Sweep ansetzen und wir versuchen es. Mit Farbigel können wir leider nichts machen, dank Verhöhner. Das heißt, wir sind dazu verdammt, Mogelhieb einzusetzen. Ja, Mogelhieb bringt natürlich nichts. Jetzt muss ich mit der Blizzard-Lanze den KO of Gortrom bekommen. Und dieses Glaber darf eben keinen Spukball haben. So, Gortrom besiegen wir. Das ist super. Die Frage ist halt, kann Skelabra mich jetzt hier besiegen oder eben nicht? Und das ist das, was das Game wahrscheinlich entscheiden wird. Es kommt die Hitzewelle raus. Die nehmen wir tatsächlich so mit Farbigel. Das zeigt, dass er tatsächlich hier keinen Spukball hat. Und jetzt kommt Wulaosu rein. Soweit ich weiß, ist Blizzard Lanze eine Roll auf Wulaosu, ob es KO'd. Deshalb könnte ich jetzt hier auch einfach auf den Nahkampf gehen. Aber es wäre schlimm, wenn er auf Schutzschild geht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass zweimal Hitzewelle ausreichen könnte. Deswegen gehen wir tatsächlich auf Blizzard-Lanze und versuchen unser Glück. Es kommt sogar ein Scanner. Okay, sehr, sehr gut. Das heißt, ich habe das richtig gelesen. Und ich glaube, die Blizzard-Lanze könnte jetzt nach dem Boost gegen dieses Glabra ausreichen. Blizzard-Lanze kommt und bitte KO's Glabra. SKO, let's go. Alter, was ein weirder und wilder Kampf. Und jetzt, nach diesem ganzen Herumgedribbel, also ich musste ja so viel herumdribbeln, um eine Chance zu haben, bin ich in einer okayen Position oder auch nicht? Ist Wulaosu wieder auf dem Fokusgurt? Ich glaube schon. Das sieht danach aus. Und mein Verhöhner geht noch eine Runde. Naja, wir drücken Blizzard-Lanze und dann schauen wir mal. Hat Wulaosu tatsächlich den Fokusgurt?
Dann hat er jetzt genau in dem Grasfeld sich hochgeheilt. Und der hat den Fokus gehört. Und das Problem ist jetzt eben, dass wenn er mich KO't mit Finstertreffer, ich das Game verliere. Krasses Game. Aber das war sehr, sehr stark, dass es wirklich auch genau gereicht hat. Das ist halt das Problem auch an Farbigel, wenn da halt Verhöhner ist. Das kann ihn ein bisschen hops nehmen. Und dann ist das halt so ein Deadslot. Aber wie man gesehen hat an Schimmelreiter, obwohl ich viel herumdribbeln musste und vielleicht die ersten paar Turns nicht richtig bekommen habe, hier sehr, sehr viel gemacht. Naja, jetzt kann ich zwar Pilzspore einsetzen, aber das gewinnt mir leider nicht den Kampf. Und deswegen gönnen wir dem Gegner einfach den Sieg. Genauso wie ihr euch jetzt hier dieses Video gönnen könnt, denn das war wirklich cool.